Also ja, gefangen ist abgeschlossen. Kobe ist auf der Flucht eine Riesenkrabbelmenge gelaufen. Leider hatte die Begegnung mit ihr nicht überlebt. Mit Kobas Tod hat der Rauschkopfschmuggel in Moorbrück ein Ende gefunden. Mhm. Ich bin allen Hinweisen aus dem Notizbuch des Rauschkopfschmuggels nachgegangen. Ich sollte jetzt nach Ferdok reisen und Vogtin Dariana darüber informieren, ja. Vielleicht sollte ich aber auch die Boronsgeweihte noch informieren. Wenn sie denn hier wäre. Aber das ist sie wohl. Ah doch, sie ist hier. Ah, Morlin. Ach, ihr seid's bloß. Boron zum Gruße. Kann ich etwas für euch tun? Ich habe Kobe tatsächlich am alten Tavia-Tempel getroffen. Er wusste ja einige interessante Dinge über euch zu berichten. Ich weiß nicht, was ihr meint. Er hat uns darüber aufgeklärt, dass ihr den Bohrenzwein benötigt, um die Zeremonien des Al-Anfana-Ridus durchführen zu können. Ich musste wohl damit rechnen, dass das irgendwann passiert. Was werdet ihr nun tun? Ich habe mich noch nicht entschieden. Von Kobe habt ihr übrigens nichts mehr zu befürchten. Er fiel auf der Flucht leider einer Riesenkrabbe zum Opfer. Oh, jetzt. Es kenne nur noch ich euer Geheimnis, aber wie schon gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden, was ich machen werde. Tut, was immer ihr für richtig haltet. Ich jedenfalls vertraue auf Boron und werde den von ihm bestimmten Weg gehen. Okay. Und ja, mit dem Flimflam-Funkel ist es gerade ein bisschen doof. Können wir dem Wirt noch sagen, dass wir seinen Fuzzi gefunden haben? Es ist noch etwas Schmandeintopf da. Was kann ich für euch tun? Ja. Eigentlich nichts. Gut. Gucken wir mal kurz. Kohle, Fussel, Nägel. Sehr alte Kupfermünzen. Mal sehen, ob wir die loswerden. Bei einem guten Preis. Also hier drin können wir nichts mehr berichten. Bannstrahler, oh. In Trajos Namen, halt! Wer seid ihr und wohin wollt ihr? Ich bin Brennoer, Sohn des Durin, auf der Rückreise nach Ferdok. Gelobt sei der Himmelskönig. So wart ihr es, der von der Ermordung des geweihten Gerion in Avestreu berichtet hat? So ist es. Woher wisst ihr davon? Von dem geweihten Priodan aus Ferdok. Wir sind in seinem Auftrag nach Moorbrück gekommen. Geht es um den Einbruch in den Ferdoker Prios-Tempel? Allerdings. Es hat sich herausgestellt, dass bei dem Einbruch ein Dokument aus dem Archiv gestohlen wurde. Sein Inhalt verweist auf Ereignisse in Moorbrück, die sich dort zum Ende der Magierkriege zugetragen haben. Aber wie könnt ihr das wissen? Das Dokument wurde doch gestohlen. Es existieren von allen Schriftstücken Abschriften. Man musste nur herausfinden, um welches Dokument es sich handelte. In dem Dokument ist von einem Kelch die Rede, der zusammen mit einem Magier der Grauen Stäbe hier begraben wurde. Wir vermuten, dass dieser Kelch von dem Nekromantenzirkel, der sich hier niedergelassen hatte, für seine unheilvollen Rituale verwendet wurde. Wir sind gekommen, um diesen Kelch zu bergen und ihn nach Ferdok zu bringen.
Ich befürchte, da seid ihr zu spät gekommen. Ich bin dem Dieb begegnet. Leider konnte er mit dem Kelch entkommen. Praios, beschütze uns. Wir haben versagt. Was sollen wir jetzt machen? Ich schlage vor, ihr reist nach Ferdok zurück und berichtet Praio dann von dem, was hier geschehen ist. Ich werde versuchen, dem Dieb nachzuspüren und zu verhindern, dass er den Kelch missbraucht. Das wird wohl das Beste sein. Möge Praios Licht eure Wege erleuchten. Lebt wohl, sobald ich neue Erkenntnisse habe, werde ich Praio dann darüber berichten. Ja, lassen wir die Boronsgeweihte außen vor. Ich glaube nämlich nicht, dass die Moorbrücker das noch verkraften können, hier ihre Boronsgeweihte zu verlieren. Und damit ihre komplette Führung, sage ich jetzt mal. Gut. Ich meine, sie hat uns schon ein paar Mal geholfen. Hat uns vor dem Büttel gerettet, also davor, dass die Miliz über uns herfällt, vom Büttel aufgestachelt. Und ja, sie hält das Ganze hier am Laufen und bis jetzt scheint sie keine bösen Absichten zu haben. Außerdem lassen wir ja die ganzen Untoten da, die wir noch im Sumpf, die jetzt auf einmal wieder alle auferstanden sind. Praios Platz erstmal. Ja, da können wir bei Crema Rappelbusch das Zeug verkaufen, können in unser Anwesen gehen, das Zeug verstauen. Und dann können wir in die Grafenstadt rübergehen. Und Bescheid geben, dass wir hier alles getan haben. Und ich muss endlich gucken, und ich muss mal gucken, was man mit diesen Hühnern anfangen kann. So. Fellfetzen können weg, das Langschwert durch, schwerer durch, Goldring, Wurf durch, blutiges Beil, Goldring, die Dinger, Spinnenseidendrüse. So, und den Rest, den kann ich nicht verkaufen. Weder Knochenreste, noch die Hühner, noch die Münzen. Okay. Oh ja, ich kann mit euch dreimal reden. Habt ihr was Neues zu sagen? Wir haben uns ein neues Spiel ausgedacht. Ja, und diesmal ist es auch ein ehrliches Spiel. Wollt ihr euer Glück einmal versuchen? Vielleicht erklärt mir erstmal die Spielregeln. Es ist ganz einfach. Wir sprechen einen Satz vor und ihr müsst ihn dann nachsprechen. Der Einsatz beträgt 1 Dukaten. Das klingt in meinem Ohr etwas zu einfach. Wo ist der Haken an der Sache? Wir haben die Reihenfolge der Wörter durcheinander gebracht. Und ihr müsst den Satz in die richtige Reihenfolge bringen. Na gut, hier habt ihr meinen Einsatz. Lass uns einen Satz mal hören. Kertaschka Baskan, Babuloshin Mekferor, Glumremigna, Norkadorman. Okay. Das ist einfach. Es muss heißen Baskandum Kertasch, Domaregan, Babushin, Fakaferok, Bek Norka. Ihr habt wohl nicht bedacht, dass ich auch ein Angroscho bin? No, Arimabosch. Wir haben doch gesagt, es ist ein ehrliches Spiel. Ich habe gewonnen. Hier mit meinem Geld. Hier habt ihr. Danke, lass uns noch einmal spielen. Besser nicht. Ihr seid zu gut für unser Spiel. Hosha Revorim. Und denkt euch ein neues Spiel aus, ansonsten wäre ich die Stadtwarin von mir. Was wollt ihr schon wieder? Wir haben doch gesagt, dass wir uns ein ehrliches Spiel aus... Ja, gut. Sehr interessant. Aber ja, ich muss sagen, ich mag das neue Schwert.
So, das heißt auf zu unserem Anwesen. Auch wenn wir hier direkt in die Grafenstadt könnten, aber da gehe ich dann nachher hin. Mal wieder Geld von unserem Kumpel holen. Und zu Graf Groving gehen, gucken, ob er meine Waffe fertig hat. Und so weiter. So, aber erstmal, bevor ich wieder drauf vergesse, mit unserem Koboldigen reden. Nicht mit unserem Koboldigen, das ist ja ein Goblin, was wir hier haben. Du zurück! Quark freut sich, dich zu sehen. Hallo Quark, hast du denn noch einen Zettel gefunden? Ja, ja, hier, noch ein Zettel. Zeig mal her, anscheinend ist es tatsächlich ein weites Teil der Anleitung. Ich danke dir, scheint aber immer noch etwas zu fehlen. Quark, aber noch mehr gefunden. Du willst sehen? Aber sicher doch, was hast du noch gefunden? Quark, schöne bunte Federn gefunden. Die kannst du gerne behalten, wenn du möchtest. Ja, Federn sind immer gut. Hier, hast du. Danke, ist das noch was Interessantes? Quark, noch Mausefallen gefunden. Gibt aber kein Ungeziefer in Keller. Mausefallen brauche ich nicht, Quark. Wenn du möchtest, kannst du sie haben. Quark, sonst nichts gefunden. Jetzt weitersuchen. Mach das, ich komme später nochmal vorbei. Du zurück! Nein, Quark noch... Gut. Ja, die Harpienfedern, das hat sich rentiert. Quark hat auch das zweite Teil der Anleitung gefunden. Leider ist die Anleitung immer noch nicht vollständig. Vielleicht findet Quark ja noch den fehlenden Teil. Also ja, Zettel. Bin ich mal gespannt, was das für eine Anleitung ist. Und was wir mit der Brechstange noch machen können. Wir haben ja auch immer noch den alten Schlüssel im Inventar. Hey, Wühlschrati. Dumm, die dumm, die dumm. Also ja, wir nehmen den Weg über die Karte. Dann können wir zuerst am Archiv vorbeigehen. Und mit Rakorium reden. Und dann weiter zu Grovin. Nee, hier ist nichts Besonderes. Na klar. Also ja, Gladys hat es leider nicht so mit Stäben. Deswegen packen wir den mal da rein. Da ist er sicher verwahrt. So. Meint ihr? Dann packen wir das Zeug in die Schmiede und in die Werkstatt. Harpienfedern und Fussel. Und den Rest hier rein. So. Fehlt etwas? Nein, ist alles weg. Gut, dann auf in die Grafenstadt. Ich würde sagen, wir gehen hier rein. Und hier speichern wir mal wieder. Das wäre jetzt 009. Speichern. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.